Hallo, ja, es geht mal wieder weiter mit Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic, kommentiert von Remskirata. Und ich konnte einfach nicht umhin, mal in dieser Ansicht zu starten. Schön. Allerdings verstehe ich eine Sache nicht. Wie soll bitte, so Moment, ich gehe noch ein bisschen mehr dahin, da jemand drauf laufen? Keine Ahnung, Leute. Hä? Da stand Hütte des Häuptlings mitten im Baum, auch gut. Naja, egal. Wir gehen erstmal weiter hier hin und wo als nächstes hin? Ich habe keine Ahnung. Wir sind dran vorbeigelaufen. Ja, okay, dann gehen wir zurück. Und ja, nur nochmal gucken. Da lang wären wir jetzt theoretisch gelaufen, aber jetzt wohl doch nicht. Und Wurwels Hütte. Und ich werde es lieben, Leute. Diese gesamte Folge lang wird wahrscheinlich nur aus Wookie-Geknurre und Gebrabbel und was weiß ich nicht alles bestehen. Naja. Wurwels Hütte. So, hallo Tür, ne? Und drin sind wir. Da würde es wieder rausgehen. Wollen wir jetzt aber nicht. Und wie heißt du denn? So, mal gucken. Jarak. Und Wurwel. Ja gut, die Namen sind noch relativ leicht auszusprechen. Erstmal ein bisschen Zeugs plündern hier. Werden wir hoffentlich von hinten nicht jetzt mich überraschen und... Oh mein Gott. Rucksack. Rucksack. Und was steht daneben? Ausrüstungsgürtel und... Was ist das? Wieder dieses komische blaue... grün. Grün. Mensch. Jetzt bin ich schon farbenblind. Grüne Matschepampe-Zeugs. Naja. Wir reden mit Wurwel. Er ist offensichtlich noch jung und der rechte ist schon etwas alt. Wegen graues Fell. Naja. Wegen dem grauen Fell. Oh mein Gott. Naja. Wurwel, sag mir hallo. Einen Schritt näher, Zottelwesen. Ich warne dich. Ich werde den Meister vor dir schützen. Ja, mein Freund, ich verstehe dich und nein, ich will dich nicht verspotten. Ich möchte dir helfen. Ich bin Remskirata und ich bin mit Chundars Erlaubnis hier. Chundar, ah, so hieß der Kerl. Also, naja, nehmen wir das mal. Ja, kann ich euch ein paar Fragen stellen? Es sind auch nicht viele versprochen. Ich fall dir nicht lange auf deine Nerven. Also, knurr mich bitte nicht böse an. Okay, der Kleine ist wirklich ziemlich durch den Wind, wobei kleiner ist hier vielleicht ein klein wenig. Oh, Wortspiel, klein wenig. Falsch angebracht, weil er ist bestimmt drei Köpfe größer ist. Ich, naja, egal. Ja, wer war... Oh Gott, oh Gott. Roavor. Wer war Roavor? Ja, wann ist denn Roavor gestorben? Ja, nee, gestorben. Verschwunden, meine ich nicht, selbstverständlich. Also, wann ist Roavor verschwunden? Hey, ich hab ihn doch gar nicht verspottet. Ja, erklärt mir noch einmal, wer Roavor war. Nee, Roavor, oh mein Gott. Sorry dafür, ihr wisst es schon. Naja, Roavor. Okay, das hatten wir schon. Und ihr könnt mir nicht sagen, seit wann Roavor weg ist? Okay, das ist... Das könnte jetzt in der Endlosschleife ewig so weitergehen. Und reden wir mit Jarak. Hallo Jarak. Ja, ich wollte euch nur ein paar Fragen über Kashyyyk stellen. Ich bin Remskirata, ich bin mit Chundars Erlaubnis hier. Zollt mir ein wenig Respekt. Nein, wir nehmen das Erste.
Okay, das ist offensichtlich eine Sackgasse. Und wir gehen dann mal wieder. Wir sind hier offensichtlich nicht erwünscht, so. Artikulation ist schon schwer. Naja, direkt mal weitergehen in die ursprüngliche Richtung und... Kein Kommentar. Da sind Vögel langgeflogen, oder? Schön. Naja, und hier kann... Das hier ist vielleicht die Wookiee-Trainingsschule, dann... Können sie hier raufbalancieren, von dort oben runterspringen und sich hier an den Lianen langhangeln. Gibt's da unten auch wieder Netze? Nicht soweit ich sehen kann. Naja. Oh mein Gott, du musst aber alt sein. Und ich glaube, das ist eine Frau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sieht so ein bisschen so aus. Reden wir mal mit ihr. Spätestens, wenn wir ihr hohes oder tiefes Brüllen, Knurren, was weiß ich nicht, alles hören, dann wissen wir's. Frau. Muss eine Oma sein. Naja. Egal. Auch nur Wookie. Und gibt's hier hinten noch irgendwas Interessantes? Wäre mal interessant zu wissen. Nee, nur wieder so eine Hilfsnetze, damit keine Wookies runterfallen. Naja, haben wir jetzt noch Zeit? Hüter des Gesetzes. Naja, ich weiß nicht so recht. Wir gehen mal rein. Und da bist du. Das spreche ich jetzt nicht aus. So, habe ich gerade so beschlossen. Ups, sorry. Ja, ich möchte ein paar Fragen stellen. Okay, das hier gehört wahrscheinlich auch über... auch zur Rohrwar-Quest. Ich gehöre nicht zu den Sklavenhändlern. Das stimmt auf jeden Fall. Das nehmen wir erstmal. Ja, seit wann ist denn Rohrwar verschwunden? Das... Vielleicht kriegen wir es ja endlich hier raus. Vielleicht ist er ein bisschen gesprächiger. Ja, warum findet ihr es seltsam? Vielleicht weiß er sonst immer, wo er anfangen muss. Keine Ahnung. Es wird schon eine plausible Erklärung dafür geben. Ja, ich könnte nach ihm suchen. Das mache ich. Das mache ich doch gerne. Ich helfe doch immer gerne. Wir sind schließlich helle Seite und wir brauchen dringend eine bessere Rüstung. Und vielleicht gibt es ja da unten eine. Mal sehen. Hab da so einen kleinen Tipp erhalten. Ich weiß aber nicht, ob da was Wahres dran ist. Ich hoffe es einfach mal, weil ich möchte wirklich bald mal eine richtige Panzerung hier haben. Also, ich könnte nach ihm suchen. Ja, gibt es eine Belohnung, wenn ich ihn finde? Okay, ich werde nach ihm suchen. Okay, das ist wieder eine Endlosschleife. Ich gehe dann mal. Wer ist Bakka? Ich habe keine Ahnung, wer Bakka ist, im Ernst. So, aber wir können teilen noch ein bisschen. Und, da. Wir haben nämlich ziemlich lange nicht mehr geguckt, was wir so für Kopf-Verbesserungszeugs dabei haben. Und das werde ich jetzt mal nachholen. Allerdings haben wir nicht wirklich was Sinnvolles dabei. Also von daher lasse ich das jetzt einfach mal. Und wir gehen wieder raus nach Dorf. Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Es tut mir leid. Ja, ihr wisst schon. Ich werde keinen Kommentar mehr. Zumindest nicht zu dem Namen von dem Dorf. Und ja, da ist nicht so ganz so schön. Ich glaube, ich gehe wieder zur selben Aufhörposition wie letztes Mal. Naja. Obwohl, hier ist auch ganz stimmig. Naja, dackeln wir mal hier lang. Und da hat jemand vergessen, seine Baumschneiderarbeiten zu machen. Obwohl. Jetzt hänge ich hier natürlich wieder fest. War klar. Das war sowas von klar. So, Kendris. Klar. Pack's jetzt erstmal aus. Jetzt gehe ich hier rum. Ich konnte mich... Falscher Knopf. Klar. Ich konnte mich wirklich nicht mehr bewegen. Ging einfach nicht. Ja, also was ich sagen wollte, hier kann man dann wahrscheinlich raufspringen und da zu diesem Gerüst da klettern. Keine Ahnung. Naja, wir stellen uns hier hin. Stimmiger kleiner Augenblick und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's mal wieder für diese Folge Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Kommentiert von Ramsky Rata. Es hat wie immer Spaß gemacht und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.